Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad TV und wir haben heute genau 1000 Dollar. Da sind sie ja endlich, Maxi. Woher auch Zeit? Naja, alles in allem machen sie ihren Job nicht absolut schlecht. Wenigstens haben wir den Sammy geholt. Kümmern sie sich besser um ihren Job, Maxi, sonst fliegen sie. Worauf warten sie noch? Fangen sie an. Natürlich fange ich an. Hatte ich mein Programm eigentlich schon gefüllt für heute? Weiß ich jetzt gar nicht. Moment, ich kann ja irgendwas kann ich ja rausnehmen. Hatte ich noch irgendwas? Ne, das ist im Programm. Kulturkram. Den kann ich eigentlich rausschmeißen hier. Bettys Sendung kann ich natürlich nicht rausschmeißen. Sonst habe ich auch gar nichts. Na gut. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Auf jeden Fall brauche ich gleich Werbung. Das war, glaube ich, ein wichtiges Anliegen. Und erstmal Nachrichten produzieren, das ist auch immer gut. Anschlag auf Botschaft der Volksrepublik Duban. Terrorist irrte sich in der Tür. Ah ja. Estland. Radikale Juden wollen weiterhin für ihre Ziele kämpfen. Sehr schön. Neue Anschläge scheinen nicht geplant zu sein. Das kann raus. Ist ja doof. Kein Geld mehr für weitere Nachrichten. Nö. Na gut, dann wäre das halt sehr einseitige Nachricht mit nur einer einzigen Meldung. So, das ist wahrscheinlich die Nachricht. Wichtige Meldung für Maxi! Sehr geehrter Maxi! Es könnte aber auch ein sehr GRT sein, oder nicht? Obwohl, man spielt ja einen Mann. Ihnen wurde aufgrund besonderer Verdienste der Sammy für die besten News verliehen. Unglaublich. Ja, Werbung haben wir nicht mehr. Also, auf ins Werbestudio, würde ich sagen. Also Werbeagentur, natürlich nicht Werbestudio. Was laber ich hier denn? Werbeagentur. So, da wir jetzt ja uns gestern noch den neuen Sender gekauft haben und jetzt, glaube ich, 19 Millionen Zuschauer Maximum haben. War das nicht so? Ja, genau. Hauen wir mal ein bisschen raus hier, ein bisschen auf Kacke hauen. 2,5 Millionen? 5 Millionen. 4 Spots in 3 Tagen. Soll ich ja schon mal wagen? 5 Millionen? Obwohl, das ist ein bisschen viel, oder? 7 Spots in 7 Tagen. Den können wir nehmen hier, China-Bock. Wenn ich da einmal 5 Millionen habe, mal eben 120.000 kassieren, dann habe ich schon mal die Ausgaben für einen Tag drin. 1,7 Millionen Zuschauer nur. Okay. 7 Spots in 2 Tagen. Bisschen doof. Den hier nehmen wir noch mit 2,5. Aber jetzt brauche ich noch irgendwas für 1 Million Zuschauer. 5 Millionen, 7 Spots in 2 Tagen. 5 Spots in 2 Tagen, 1 Million. Ist auch ein bisschen blöd. Zeige ich da irgendwelchen Müll jetzt? Ist ja auch kacke. Nehmen wir einmal Bike Shop. Wenn das nicht erfüllen, macht's ja auch nichts. Vielleicht kommt ja noch was Brauchbares. 4 Spots in 3 Tagen. Bitte keine Live-Übertragung Show der Love Story. So, das ist auch schon mal gut. Dann haben wir jetzt auch genug, weil, wie ich schon mehrfach betonte, lieber nicht zu viele Werbeverträge annehmen, weil sonst schafft man die nicht mehr alle und muss dann horrende Strafen zahlen. So. Barre aus. Ich hoffe, Flipper hat dann wenigstens die 2,5 Millionen Zuschauer. Oder vielleicht sogar 5 Millionen getoppt. Das wäre mein... So, ich musste leider eine kurze Unterbrechung machen, weil irgendwie eine Festplatte vollgelaufen ist und er darum leider nicht mehr weiter gespeichert hat. Darum machen wir jetzt einfach weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und wir waren stehen geblieben, dass wir den ersten von 3 Partnerspots zeigten. Weil wir die 5 Millionen nicht geschafft haben bei Flipper. Doof. Egal. Nicht so schlimm. Dafür wird der dritte Mann garantiert gleich total erfolgreich. Bin ich mir sicher. Für Nachrichten haben wir eh kein Geld. Für weitere, dann laufen wir jetzt einfach mal ein bisschen... Lassen wir es einfach ein bisschen durchlaufen hier. Durchlauferhitzer quasi. So. 16% Quoten. Kollege hat 9%, bei denen sie wissen nicht, was sie tun. Und er bei Casablanca 13. Geschafft. 20 Uhr, 1,5 Millionen Zuschauer. So, der dritte Mann wird jetzt garantiert der wahnsinns erfolgreiche Film. Oder auch nicht. Das reicht nicht mehr für 2,5 Millionen. Dann müssen wir bar auszeigen. Toll. Wir haben die schlechteste Quote, 11%. Der Kollege hat 24 und der hat 19. Tja. Na gut. Das ist ja nicht so optimal. Obwohl, die Dame scheint ja schon relativ interessiert zu gucken, weil sonst wäre ihr Schal nicht so lang.
Opa, naja gut, nicht so begeistert. Fadi hier mit seiner Bierwampe und seiner Dose ist auch nicht so mega begeistert. Immerhin, es gucken ein paar Leute. 2,1 Millionen, das ist doch schon mal was von 19 Millionen. Besser als nichts, würde ich sagen. Ich hoffe, die nächste Stunde wird besser. Ich habe jetzt natürlich auch kein Geld, um hier ein bisschen Nachrichten... Otto, warte, Moment mal. Jetzt macht ja keinen Sinn, mir jetzt Bike-Shop zu zeigen, oder? Nee, das wäre Verschwendung. 1,9 Millionen Zuschauer immerhin. 0,98 beim Kollegen und 1,8. Und 10%-Quote. Es wird nicht besser. Also nochmal Bar aus raushauen. Wahrscheinlich kann ich das gleich bei der nächsten, übernächsten Stunde auch noch rauspacken. Ich hoffe wenigstens der China-Wok klappt dann bei Shining. Ja, dahin, so. Partners, so. Na gut, da kriege ich immerhin für das Bar aus 140.000, für China-Wok 120.000. Das ist doch schon mal was. Besser als nix, würde ich sagen. Besser als nix. So, können wir schon ein bisschen planen für morgen. Reich der wilden Tiere kann man schon mal reinpacken. Und Flipper. Und, ne, der Rest ist ja noch nichts. Kultur heute könnte ich mal wieder zeigen, um Bitty zu beglücken. Aber wie gesagt, das lohnt sich nicht, weil das eh keine Sau guckt. Dann mache ich ihr lieber mal ein paar billige Geschenke. Aber das mache ich erst später, wenn ich das Geld übrig habe. Es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt ihr Sachen schenke oder erst in, keine Ahnung, wenn die Konkurrenz komplett ausgeschaltet ist und ich die genug Kohle habe. Und wieder 1,9 Millionen, na, die sind sich ja mal einig. Immerhin nicht die schlechteste Quote diesmal, weil Fanti wie zeigt das Dritte Reich. 7%. Aber Flucht von Alcatraz scheint beliebt zu sein. 17% Quote. Na gut, immerhin haben wir gleich Bar aus. Zahlung. Dann werde ich sofort neue Nachrichten produzieren, in der Hoffnung, dass dann Shining wenigstens mal über die 5 Millionen kommt. Sonst wären die 81.000 Investitionen ja auch nicht alles wert gewesen. Also das wäre ja schon mal nett, wenn das klappen würde. Na ja, gut. In wenigen Sekunden werden wir es wissen. Der Schal wird immer länger. Und er ist eingepennt mit seiner Bierdose da und zu seinen Füßen. Und Opi... Opi ist immerhin noch wach. Wenigstens etwas. So, geschafft. Dann produzieren wir mal neue Nachrichten. Jetzt können wir gleich ein bisschen alten Kram rausschmeißen, oder? So, das kann raus. 2,1 Millionen Zuschauer bei Nachrichten. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt jetzt. Wir werden es sehen. Und die 2,5 muss ich jetzt am wenigsten schaffen, also die mindestens. 5,1 Millionen, perfekt. Na dann klappt das ja auch mit dem China-Wok. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Archiv. Verkloppen erstmal hier unseren... Ach nee, Shining läuft ja gerade. Ach, schon da. Schon wieder rechts geklickt statt links, wie immer. Verkloppen hier unseren Citizen Kane. Nee, wie ist das? Casablanca auch nicht. Der dritte Mann, genau, so war das. The Third Man, oder wie auch immer der im Original heißt. Und dann 2001. Den hatte ich doch schon gezeigt, oder nicht? Nuts durchgedreht. Ah, den nehmen wir den einfach mal. Der kommt sich ja relativ gut an. Driver. Die glorreichen 7. Das Fenster zum Hof. Sex, Lügen und Video. Ja, dann hätten wir unser Programm ja für morgen schon. Ein 3-stündiger Film, ein 2-stündiger Film, 2 Serien. Perfekt. Und ich zeig 3 2-stündige Filme, aber... Nee. So viel Geld habe ich noch nicht. So. Dann zeigen wir zuerst mal... Shining. Sex, Lügen und Video um 23 Uhr, weil der ja ab 18 ist. Und 2001 um 20 Uhr, weil der ja um... Von 2001 ist. Nee, von 1968 ist der. Der beste Science-Fiction-Film aller Zeiten. Von Stanley Kubrick. Das kann nicht sein, denn der beste Science-Fiction-Film aller Zeiten ist Zurück in die Zukunft. Aber ich glaube, der läuft hier gar nicht unter Science-Fiction, sondern eher unter Action. Wobei, man könnte ja auch durchaus mit Berechtigung sagen, das passt schon. Wobei ich sagen muss, Zurück in die Zukunft ist sowieso einer der besten Filme aller Zeiten. Also ich würde sagen, nach Shaun of the Dead, was mein absoluter Lieblingsfilm ist, kommt er gleich auf Platz 2, der erste Zurück in die Zukunft-Film. Der dritte ist auch super. Der zweite ist, ja, geht so. Aber die, ja, sind wohl doch eher als Actionfilm einzuordnen. Ich glaube, das ist hier, oder als Komödie? Action-Komödie ist es ja eher. Egal, ich bin reich. China-Wok hat geklappt. Nachrichten guckt wieder keine Sau.
und 4,36 Millionen Zuschauer. Und 2,5 Millionen brauche ich für den nächsten Partners. Na gut, das geht ja. Den könnte ich eigentlich morgen schon mal da reinpacken. Und ich habe immer noch den besten Quote jetzt hier. Sehr schön, das wird meinem Image sehr zugutekommen, vor allem nachdem es dreimal abgesackt ist. Eigentlich ist es heute genauso geblieben wie gestern. Dreimal gestiegen, dreimal gefallen, einmal neutral. Bin ich wieder bei 58. Die Kollegen sind bei 18 und 24. Tja, das ist ja lächerlich. Lächerlich, sage ich. Was gar nicht lächerlich ist allerdings, dass der Spieltag gleich wieder rum ist. In wenigen Sekunden. Und darum würde ich mal sagen, trotz der kleinen Panne zwischendrin, werde ich jetzt keine Doppelfolge rausmachen, sondern eben nur eine kurze. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann.